Bon après-midi, Monsieur Dame. C'est un sacre de la chorale profane. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch und ich habe mir ein Lexikon gekauft aus dem französischen Staatsverlag Larousse. Larousse Advanced Dictionary New Edition French, English, Anglais, Français. 4000 Translations, 4000 Translations. Ja, es steht noch French drauf und wow. Es sind weiße Striche mit auf dem Titel. Genau. So, in der Mitte gibt es einen Teil, der meiner Meinung nach schön gemacht ist, weil man Abbildungen aus Museen, Archiven sieht, von Originalquellen. Deshalb hat es auch meine Aufmerksamkeit erregt. Das ist das Cultural Supplement, Cahier Culturel. Und den Anfang machen Milestones of the English Language, Jalon de la Langue Anglaise. Und ich bin angekommen nach der Barockbibel, der King James Bible und dem wichtigsten oder größten Tagebuchschreiber Englands, Samuel Pepys, bei Modern Lexicography, La Lexicographie Moderne. Es geht um Lexika und Wörterbücher, Dictionaries. Ich lese den Text zuerst auf Englisch vor und dann auf Französisch. Erfahrungsgemäß ist der französische Text ein bisschen besser als der englische. Es sind Franzosen, die das geschrieben und übersetzt haben. Das merkt man. Und wenn man weiß, wie Franzosen so ticken, die haben es vielleicht sogar absichtlich gemacht, viel Wert darauf gelegt, dass der französische Text so ein kleines bisschen besser ist. Naja, so. Modern Lexicography. Modern Lexicography. One of the intellectual giants of the 18th century, Samuel Johnson, was poet, essayist, philosopher, biographer, literary critic, and last but not least, lexicographer. Boah, that's French translation. Perhaps his best-known work, A Dictionary of the English Language, was astonishingly written single-handed between 1747 and 1755. It remained the authority on the English language until James Murray's great Oxford English Dictionary. Ich habe eins hier, da liegt es. Written between 1860 and 1928. And now in French, La Lexicographie Moderne. Samuel Johnson fut l'une des figures intellectuelles marquantes de 18e siècle en Angleterre. Poète, essayiste, philosophe, critique littéraire et surtout lexicographe, il est l'auteur d'un dictionnaire de la langue anglaise, probablement son œuvre la plus célèbre. Klingt auf Französisch anders als auf Englisch, wenn man das dann so übersetzt. Es ist komisch, wenn Franzosen Englisch schreiben. Ce qui est stupéfiant, ce qui est stupéfiant, c'est qu'il rédigea à lui tout seul ce dictionnaire en 1747 à 1755. Il fit autorité jusqu'à la parution du grand Oxford English Dictionary de James Murray, rédigé entre 1860 à 1928. So, dann kommt das, was mir hier an dem Teil am besten gefällt, nämlich die
historische Quelle und das ist ein Bild von Samuel Johnson 1709 bis 1784. Samuel Johnson 1709 till 1784, the father of modern lexicography. Modern lexicography, Samuel Johnson, le père de la lexicographie moderne. Bitte sehr. Man sieht ihn und es ist wirklich schön gemacht. Es ist auch farbig im Druck. Bitte sehr. So. Und als nächstes kommt der Modernismus, la modernité, Modernism. Und das James Joyce, irischer Schriftsteller, aufgeführt. Und man sieht auch ein Bild von ihm. Ja, tschüss.